Volksmusik macht Spaß, auch wenn es nicht jeder zugibt. Und gemeinsam werden wir auf dieser Tournee dann eine Menge Spaß haben. Versprochen. Und jetzt, meine Damen und Herren, darf ich die Rekordsängerin ankündigen. Sie steht sogar im Guinness-Buch. Die Rekordurkunde wurde in unserer Frühlingsfestshow überreicht und sie bleibt weiterhin auf Rekordkurs. Ihr ganz neues Album, ihr Doppelalbum Atlantis, erreichte bereits nach nur 3 Verkaufstagen Goldstatus mit über 100.000 verkauften Exemplaren. Natürlich eroberte sie damit Platz 1 in den internationalen Albumcharts von Media Control. Und gleich mit 2 ganz neuen Liedern ist sie aufgrund der hohen Downloadzahlen in den Singlecharts vertreten. Mit Das Gefühl und Atlantis lebt. Meine Damen und Herren, Andrea Berg.
Es ist schwer zu glauben, dass es Wahrheit wird. Mein Herz hat sich schon so oft hoffnungslos verirrt. Wirst du mich noch halten, wenn der Wind sich dreht? Wenn der letzte Freund mal wortlos von mir geht, wirst du mich lieben? Wirst du stark genug sein, meine Tränen sehen, auch in schweren Stunden immer zu mir stehen? Wenn die Hoffnung schwindet, gibst du dann auf mich Acht? Wirst du mir noch nah sein? Meine Damen und Herren, Andrea Berr. Ich komme dir entgegen. Hallo, Andrea. Dein Applaus, genieß es. Barfuß Dankeschön. Heute unterwegs hier bei uns. Weißt du, bei uns in Atlantis, da braucht man keine Schuhe. Stimmt, unter Wasser. Das kommt mir sehr entgegen. Ich kann die ganze Tournee auf nackten Füßen spielen. Na, besser geht's doch gar nicht mehr. Wunderbar. Und du bist heute aber nicht allein zu uns gekommen. Hier sitzt er schon. Du hast nämlich deinen Ehemann Uli Färber mitgebracht. Guten Abend, Uli. Hallo, Uli. Grüß dich. Grüß dich. Schön, dass auch du bei uns bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern. Uli, deine Frau singt die schönsten Liebeslieder für Millionen Fans. Ja, singt sie hin und wieder mal ein Liebeslied auch für dich? Da habe ich mir noch gar nie Gedanken drüber gemacht. Ich denke, die singt die immer für mich. Die singt immer für dich, ja, siehst du? Ja, also. Sehr gut. Ja, ein bisschen Selbstbewusstsein braucht man heutzutage. Andrea, wie ist es denn? Ich weiß ja, du schreibst deine Lieder alle selbst. Und auf deinem neuen Doppelalbum Atlantis sind sehr viele Liebeslieder. Sind das alle Liebeserklärungen an deinen Mann? Also die Liebeslieder auf jeden Fall. Mit dir habe ich den Himmel auf Erden. Wirst du mich lieben? Und ich habe aber auch eins gemacht, so ein kleines bisschen, weißt du, mit so einem kleinen Stupser. Wir sind vorübergehend nicht zu erreichen. Oh. Hab deine Handys versteckt, doch das dient einem guten Zweck. Ich brauche ein Feuer, das brennt. Schätzelein. Ja, die Frauen sind einfach einen Tick schneller und voraus. Ja? Sehr gute Idee. Aber wie ist es bei euch, wenn du jetzt neue Lieder schreibst, darf Uli die dann als Erster hören?
Also er ist der beste Kritiker, weil er sagt immer die Wahrheit. Und er probiert sie immer im Auto aus. Er fährt ja sehr lange im Auto und dann hört er immer meine Musik und kommt dann zurück mit einer Kritik, meistens mit einer schönen Kritik. Und das tut mir richtig gut. Das glaube ich. Uli, aber du bist ja ein erfahrener DJ. Du warst früher lange Jahre DJ, hast ja eine eigene Diskothek. Testest du dort dann die Lieder, die neuen Lieder von Andrea? Gut, ich habe viele Jahre mit Musik zu tun gehabt und habe Andrea ja auch so kennengelernt, nachdem sie meinen Bruder damals mal engagiert hatte bei uns. Ja. Und ihre Titel seien immer vom Ursprung her die tanzbaren Titel gewesen. Und ich habe da schon das Auge dafür oder das Ohr dafür, denke ich, und sage es dann schon, wie ich das denke. Und, aber sie hat so ein gutes Gefühl dafür. Ich denke, sie weiß, was ihre Fans mögen und was sie wollen. Ich glaube, das hat man heute deutlich gemerkt, dass die Fans sehr glücklich sind mit den neuen Liedern. Uli, heute bist du ein erfolgreicher, natürlich auch knallharter Sportmanager und du singst die romantischsten Schlager. Wie passen diese Welten zusammen? Wie schafft ihr das? Das ist etwas, was uns beide antreibt. Wir machen beide unseren Beruf mit Leidenschaft und deswegen werden wir auch nie müde. Es ist nie so, dass der eine auf den anderen wartet und mit erhobenem Zeigefinger oder neidisch ist auf den Beruf vom anderen. Uns treibt, glaube ich, die gleiche Vision an, etwas Tolles zu machen. Wir haben tolle Ziele. Also ich bin wirklich irgendwo so angekommen, mit jemandem auf Augenhöhe zusammen zu sein. Weißt du, ohne dass man sich erklären muss, sondern dass man sich einfach zu erkennen geben kann, ehrlich sein kann und vertrauen kann. Das ist schön. Ja. Seit 10 Jahren seid ihr mittlerweile ein Paar. Seit 7 Jahren verheiratet. Wer hat das Leben des anderen mehr verändert? Uli, hat Andrea dein Leben mehr verändert oder umgekehrt? Ich denke, wir haben uns eigentlich vom Grundsatz her nicht verändert, weil ich denke, wir kommen so ganz gut. So haben wir uns kennengelernt, jeder mit den kleinen Verrücktheiten, die jeder hat. Mit Andrea hat ein bisschen mehr Verrücktheiten wie ich. Weil Das wären. Es ist unglaublich, was sie hat, so viel Energie. Und wenn sie zu Hause ist, dann muss sie ins Restaurant gehen, muss da schauen, dass alles in Ordnung ist. Dann muss sie ins Studio und muss gucken, dass alles wieder passt. Ja, dann hat sie ihre Tiere drüben, dann muss sie noch der Tierpfleger machen dazu. Und also die hat so viel Energie. Also da ist nichts zum Verändern geben. Da gibt es gar nichts, wo man sie irgendwo noch verändern könnte. Und ja, da treffen ja auch Welten aufeinander. Andrea ist eben Rheinländerin. Uli, du bist Schwabe. Ja. Liebe Gott kann nicht aus alle Schwaben machen. Wie bitte? Der liebe Gott kann nicht aus alle Schwaben machen. Da prasseln ja schon auch Welten aufeinander. Aber du hast ihm das Rheinländische schon ein bisschen beigebracht. Also bei euch ist ja immer was los. Wenn mich die Leute aus Nordrhein-Westfalen fragen, wie konntest du nur ins Schwabeländle gehen, vermisst du das denn nicht hier? Dann sage ich auch, weißt du, den Schwaben tut's bestimmt gut, wenn ich da bin. Genau, da ist ein bisschen was los. Wie darf man sich denn jetzt bei euch zu Hause einen Sonntag vorstellen? Wenn ihr morgen nach Hause kommt und mal keinen Auftritt habt, wie erlebt ihr dann so einen Sonntagabend zu Hause? Also so ein richtig schöner Sonntag, das kommt nicht so oft vor, dass wir wirklich auf der Couch liegen, Kamin anmachen, Kerzen anzünden und ich koche Spaghetti mit Käsesoße. Oh, herrlich. Das ist auch gut, dass das nicht so oft vorkommt, weißt du, weil es nicht so gut ist. Aber normalerweise sind wir ja im Haus verstreut. Wir haben einen großen Betrieb und wir kümmern uns zusammen ums Restaurant, um die Gäste. Und es tut uns gut, weil das ist irgendwie so unsere gemeinsame Aufgabe. Und nach Feierabend treffen wir uns dann und sind einfach glücklich, dass wir das so zusammen tun können. Und dann ist natürlich so ein Tag, wo wir mal nicht im Betrieb sind, ein richtig toller Tag. Jetzt gehe ich demnächst wieder auf große Tournee und da müssen wir vorher noch ein paar Mal Spaghetti essen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das hast du dir dann verdient, Uli. Okay. Jetzt seid ihr aber erstmal noch bei uns. Darüber freuen wir uns, Andrea. Und wir möchten natürlich jetzt noch eine Zugabe hören. Wir würden gerne deinen neuen Superhit Das Gefühl noch heute hier erleben. Das kann ich aber nicht mit diesem langen Kleid hier. Wie möchtest du das jetzt? Ja, müsst ihr mir kurz helfen. Komm mal bitte. Wie helfen? Schatzi, Flo, komm mal her. Ich glaube, das muss dein Mann übernehmen. Mach mal auf hier mit den Reißverschluss. Uli, das muss jetzt du übernehmen. Wie ausziehen hier auf der Bühne? Ja. Also ich halt hier und du halt hier. Okay, ich halt hier, okay. Und jetzt? Ja, okay. Und okay. Es ist noch mal gut ausgegangen. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit Andrea Berg und ihrem Superhit Das Gefühl. Jetzt bist du fort.
tief in mir die Angst vor einem neuen Tag, dem ersten Tag nach dir. Ich hab dich schon sekundenlang gar nicht mehr vermisst. Doch dann mach ich die Augen zu und träum, dass du mich küsst. Wie werd ich das Gefühl nur los, bevor mein Herz daran zerbricht? Auch hier in der Starbucks wurde getanzt. Großartig. Ach, schön. Vielen Dank, Andrea Berg. Was für eine tolle Stimmung hier. Vielen Dank, Andrea.